Hallo und herzlich willkommen zu Part 3 von unserem Redstone Tutorial. In diesem Part geht es um Latches und Flipflops. Als erstes zeige ich euch das RS-NOR Latch. Das ist sozusagen eine Speicherzelle. Ihr seht, wenn ich hier auf den Knopf drücke, geht die Tür auf, aber nicht wieder zu. Wenn ich nochmal drauf drücke, geht die auch nicht wieder zu. Die geht erst wieder zu, wenn ich auf den zweiten Knopf drücke. So, jetzt gehe ich mal einmal durch und zeige euch, wie man das baut. Also, das Ganze basiert darauf, dass Fackeln sich auch gegenseitig ausmachen können. Wenn ich eine gerade Anzahl von Fackeln nehme, ihr könnt theoretisch auch 4 oder 6 oder 8 nehmen, aber das ist irgendwie sinnlos, kann man die hier so hin und her toggeln. Ihr seht, jetzt geht die Fackel aus, dadurch hat die Fackel die Möglichkeit anzugehen und schaltet dadurch die Fackel dauerhaft aus. Wenn man wieder auf den Knopf drückt, wird es halt wieder umgekehrt. Da kann man dann irgendwo hier so eine Tür ranmachen. Ich kann damit halt eine Tür auf und zu machen. So. Jetzt machen wir hier die Tür auf. Hier die Tür zu. Da seht ihr, das funktioniert wunderbar. So, dann gehen wir zu unserem zweiten Schaltung. Das ist jetzt hier die hier hinten. Ich überspringe erstmal die. Das ist, ihr seht hier, ich habe einen Knopf. Wenn ich den Knopf drücke, geht die Tür auf. Die geht auch nicht wieder zu. Könnte man denken, da ist so ein RS-NOR Latch drin. Aber wenn ich den Knopf nochmal drücke, geht die Tür auch wieder zu. Also, das ist kein RS-NOR Latch, sondern ein T-Flipflop. Das Ganze baue ich jetzt mal hier. Also, erst braucht ihr hier einen Signal Limiter, den ich im letzten Part gezeigt habe. Der Peter hier muss aber auf Stellung 3 sein. Auch da und da eine Fackel. Also, wieder so Redstone. Jetzt braucht man, hier so einmal einen Repeater auf Stellung 2, da Redstone erstmal so lang, braucht man da und da, so einmal auch Redstone lang, der muss allerdings da auf der oben drauf gesetzt werden, und einmal da oben drauf und dahin, man muss da noch ein Block hin, und hier muss ein Sticky Piston mit einem Block dran hin, hier vor muss ein Repeater in Stellung 1, ist ein Repeater in Stellung 3, da muss noch hier Redstone hin und da Redstone hin. Jetzt nehme ich mal hier den Output, den nehme ich mal so hier hin, mach mal bitte wieder Tag. So, jetzt seht ihr hier, wenn ich hier noch einen Knopf dran mache, ich drücke den jetzt, die Tür geht auf, drücke den jetzt nochmal, die Tür geht wieder zu. Das Ganze ist eine von mir selbst entworfene Version von T-Flip-Flop. Es gibt auch noch andere, ich weiß nicht, ob es kleinere Horizontale gibt. Aber das ist halt eine von mir entworfene Version. So. Jetzt gehen wir zu dem Häuschen, was ich eben übersprungen habe, über. Das ist dieses hier. Ihr seht, wenn ich den Schalter umlege, geht die Tür ganz kurz auf. Was ich mich auch frage, weshalb sie das tut, aber ihr seht ja, im Prinzip geht die eigentlich nicht auf. Also man kann, die ist so kurz auf, da kann man nicht durchgehen. Wenn ich den und den Schalter umlege, passiert auch nichts. Aber wenn ich den Schalter umlege, dann den umlege, seht ihr, die Tür ist auf. Wenn ich jetzt wieder den umlege, dann geht die auch nicht wieder zu. Auch wenn ich wieder den umlege, geht die nicht wieder zu. Erst wenn ich die wieder umlege, den Schalter wieder umlege, geht die Tür auch wieder zu. Das Ganze ist ein D-Flip-Flop. Es ist sozusagen eine Speicherzelle, die kann aber nur beschrieben werden, wenn ein anderer Input noch an ist. Und das kann auch mit einem Schalter beschrieben werden. Ich zeige euch mal, wie man das baut, beziehungsweise wie ich meine Version baue, die ich da reingepackt habe. Ich habe hier dazu ein RS-NOR Latch, wie ihr es ja eben schon gesehen habt, umgebaut. Allerdings, genau das, nicht so wie ich es da gebaut habe, da ist auch ein RS-NOR Latch drin. Und habe dann einmal da einen Input, und zwar von hier, da habe ich hier so schräg oben drüber so einen Block, an dem ich einen Schalter dran habe, an dem ich eine Fackel dran habe. Dann noch nach, nee, Moment. Das ist falsch, Entschuldigung, vergesst alles, was ich gerade wieder gesagt habe. Also, da muss ein Block hin. Da habe ich einen Repeater hingemacht. Da, so muss Redstone hin und da muss eine Fackel ran. Von hinten muss da noch ein Redstone hin. Baue ich so und so. Baue jetzt hier schräg oben drüber einen Block mit einer Fackel dran. Da ein Redstone hin. Da einen anderen Block dran. Baue ich eine Fackel dran. Fackel verbinde ich hier mit dem Netz. So. So. Das
ziehe dann die beiden Teile hier, meine zwei Schalter ran und nehme mal den Input, den Output von hier. So, ihr seht, wenn ich das hier umlege, dann passiert nichts, wenn ich nur das umlege. Aber wenn ich das auch noch umlege, sollte der Output angehen. Sehe ich schon, welchen Fehler ich gemacht habe. Ich habe gemacht, der macht das Teil leer aus, aber der wird auch das ausmachen. Dann muss ich die Fackeln einmal kurz umplatzieren. Mal die Fackel daran. Die Fackel von da aus daran. Das passiert einem manchmal. Und jetzt sehe ich auch, dass hier das Beste geht gar nicht in den Block rein. Da muss ich jetzt das so machen. So. Hey, warte. Hier fehlt Dings, oder? Jetzt hast du einfach kaputt gemacht. Naja, okay, so. So muss das halt aussehen. Also, das seht ihr, da laufen auch manchmal Fehler. Wenn ihr jetzt seht, hier passiert nichts, wenn ich den jetzt umlege, wenn der oben ist, wenn ich den jetzt aber umlege, seht ihr, dass das gerade kurz angeht, dann halt wieder aus, indem ich den Schalter hier lege. Der Output ist jetzt hier an der Stelle der invertete Output, das heißt, wenn ich hier den Schalter anmache, dann seht ihr, dass das der Output ist aus. Das heißt, wenn ich wirklich den nicht inverted Output haben müsste, müsste ich den Output hier rausnehmen. Das wäre der wirkliche Output, der auch nicht inverted ist. So, gut. Das war's dann mit den Flip-Flops und Latches. Es gibt noch einen JK-Flip-Flop, aber den verstehe ich nicht und den braucht man auch nicht. Auch für kompliziertere Schaltungen habe ich ihn noch nie, gebraucht, außer ich habe den irgendwann mal unwissentlich gebaut, ohne zu wissen, dass der das ist. Aber den braucht man im Prinzip nicht. Wenn ihr den sonst noch wissen wollt, geht ihr auf www.minecraftwiki.net. Geht dann, sucht dann nach Redstone und geht dann da auf Redstone Circuitus. Oder auf jeden Fall Redstone Schaltkreise. Halt alles auf Englisch. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr irgendwelche Fragen zu irgendeinem dieser Schaltungen habt, dann schreibt sie in die Kommentare oder schreibt mir ein PN. Und dann bis zum nächsten Mal. Ab nächstes Mal geht es dann los mit ein bisschen komplizierteren Schaltungen. Also, tschüss.